Das ist die Energy YouTube Show mit Jonas Mann und heute mit gleich drei Gästen von Pete's Meat. Hallöchen! Die Energy YouTube Show. Das Interview. Hallo, hallo. Hallo. Ja, was lacht ihr so? Der Blick. Das ist die Energy YouTube Show. Ja, das muss man energetisch sagen, weil wir sind hier bei Energy. Gut, Pete's Meat ist da. Stellt euch kurz vor, was macht ihr auf YouTube und wer seid ihr? Hallöchen. Ah, ich fange an. Ich fange an. Ich bin Christian, eins der fünf Mitglieder von Pete's Meat. Ja. Wir machen Gaming auf YouTube, relativ viel Quatsch. Eigentlich machen wir nur Quatsch. Meistens. Im Endeffekt macht bei uns jeder alles. Ach was. Genau, wir spielen nämlich alles. Ich bin der Sepp von Pete's Meat, von Speed Meat. Und wir spielen eigentlich alle Spiele, egal ob es Shooter sind oder Rennspiele oder auch FIFA oder Simulation. Wir spielen eigentlich alles, was Spaß macht und kompetitiv ist. Und dann ist noch Dennis hier. Dennis, welches ist dein Lieblingsspiel? Mein Lieblingsspiel? Boah, aktuell? Dating Ariane. Ja, es ist tatsächlich, glaube ich, Dating Ariane aktuell, weil es einfach richtig bescheuert, das Spiel ist richtig schlecht. Die Videos werden nur gut, weil man da mit, ich sag mal, Kreativität und intensivem Nachdenken und einem guten Redaktionsteam da was rausholen kann. Ja, okay. Also manchmal geht es gar nicht ums Spiel, sondern geht es darum, was man selber daraus macht. Ja? Geht's nie. Okay. Das Spiel ist eigentlich scheißegal. Genau. Ja, Spiel ist scheißegal. Ja? Ihr seid die geilen Typen und nicht das Spiel ist das geile Typ. Absolut. Also das ist nur das Werkzeug, was wir benutzen. So sieht's also aus. Ja, erzählt doch mal ganz kurz, das ist so eine Frage, die frage ich eigentlich Let's Player immer. Was unterscheidet euren Kanal von den tausenden anderen Let's Play-Kanälen? Achso, nee. Wir fünf. Ach so. Im Endeffekt, dadurch, dass wir erstens befreundet sind und nicht gedacht haben, wir machen zusammen einen YouTube-Kanal und suchen uns dafür mal Leute, sondern wir haben zusammen den YouTube-Kanal aufgebaut und haben dadurch, dass wir halt fünf Leute sind, einen ganz eigenen Drive auf diesem Kanal, ja. Weil wir auch unterschiedliche Typen sind. Also ich bin eigentlich eher so ein bisschen der Ruhigere, der andere Johnny ist eher, der jetzt leider nicht da ist. Eher so der Salzige. Wer ist der Süße? Sepp. Das bin natürlich ich. Sepp, du bist der Süße. Ja, ja, ich hab's mir schon fast gedacht. Was sonst? Du hast gerade schon so rübergezwinkert. Aber das ist ganz interessant. Es ist ja irgendwie ein Riesengebilde. Ihr seid fünf Leute, lebt in verschiedenen Städten, habt irgendwie zwei Firmen zusammen, macht irgendwie dies, das und was weiß ich was. Und erklärt mal ganz kurz, wie ist das zustande gekommen und wie setzt man das um, wenn man nicht am gleichen Ort ist und so weiter? Also diese Politik, dass man halt immer in einem Büro sitzen muss, ist halt für uns komplett veraltet, weil ganz ehrlich, was spricht dagegen, wenn jeder ein gut eingerichtetes Büro mit Technik und so weiter zu Hause hat, merkt man auch selbst hier bei der Moderation, wie gesagt, man kann halt solche Geschichten von hier aufnehmen, könnten wir aber auch von zu Hause rein, hypothetisch, weil die Technik kostet heute halt nicht mehr das Vermögen wie früher. Und Homeoffice hat halt den Vorteil, dass halt jeder seinem normalen privaten Lebensweg nachgehen kann, solange man sich daran hält, ein gutes Internet zu haben, da wo man hinzieht. Ja. Und man kann nackt zu Hause sitzen. Genau, ohne Hose vom Rechner. Ja, ja. Yeah. Einfach nur so einen Kragen, nur so einen Kragen angezogen. Ja, genau. Schatz, ich gehe kurz arbeiten. Macht man sich den Kragen um und dann sitzt man da. Haare einmal machen und dann Kragen und dann der Rest ist dann auch nicht duschen und so. Brauchst du auch nicht. Das heißt, auch für eure Videoaufzeichnung braucht ihr eigentlich ja nicht zusammensitzen, sondern ihr könnt das... Machen wir auch nie. Ja, ja. Also selten nur. Und wann seht ihr euch dann mal? So an Weihnachten oder irgendwas? Oder? Zur Weihnachtsfeier. Zur Weihnachtsfeier? Ja. Tatsächlich, ja. Meistens einmal im Jahr zum Urlaub. Oh ja. Zur Gamescom. Ach, ihr fahrt zusammen in Urlaub auch? Ja, nach der Gamescom. Das brauchen wir. Das ist schön, das finde ich schön. Das brauchen wir. Und halt so einmal im Monat, so bei Events sieht man sich halt immer. Ja. Und sonst hört man sich eigentlich den ganzen Tag, ja. Ja, das ist ja auch so eine Absurdität bei eurem Kanal. Ihr ladet ja drei Videos am Tag manchmal vier. Hoch. Vier. Jeden Tag. Das ist ja weniger geworden. Ja. Also wir haben wir hatten ja 20 Videos am Tag. Teilweise. Die Verrückten hier, ey. Wir sind halt auf Quantität statt Qualität. Ja, ja, okay. Und das hat funktioniert. Es hat funktioniert. Ja. Applaus dafür. Danke. Ja, weiß ich nicht, ob man dafür... Ja. Aber es hat halt funktioniert. Und irgendwann haben wir uns überlegt, müssen wir doch mal wieder ein bisschen Richtung Qualität gehen. Ja. Deswegen haben wir unseren Video-Output auf jeden Fall sehr zurückgefahren. Und ja. Aber ihr seid immer noch bei drei Videos am Tag vier Videos am Tag. Ja. Unfassbar. Mit fünf Leuten. Ja. Vor allem, da sagen mal dann andere schon immer so, ja, Alter, der macht ein Video am Tag. Ich weiß noch, Simon Desio hat mal gesagt, er macht jetzt einen Monat lang jeden Tag ein Video und dann hat er das gemacht und danach hat er keinen Bock mehr auf YouTube gehabt. Danach hat er gesagt, ich mach das nicht mehr. Das ist viel zu anstrengend. Ja. Wobei, es kommt ja darauf an, was man macht. Ich meine, es gibt auch Formate, die du machen kannst. Also ich meine, wenn wir jeden Tag so ein Dating-Ariane-Video zum Beispiel, könnte ich nicht jeden Tag machen.
Also, das würde ich gar nicht unterbringen nebenbei. Bei manchen Projekten braucht man ja tatsächlich auch, wo man sich vorher überlegen muss, wie sieht das Video aus, wie sieht das mit dem Schnitt aus und so weiter. Also es gibt halt aufwendige Videos und nicht aufwendige Videos. Und die aufwendigeren jeden Tag zu produzieren, das geht tatsächlich nicht. Ja. Und ihr seid, ihr macht das Ganze, betreibt das ja schon relativ ernsthaft. Also ich sag mal so, mit ihr habt einen Plan von dem, was ihr da macht und so weiter und kennt euch mit allem Möglichen aus. Ja, das kommt zumindest so rüber und ihr macht das auch schon länger. Ja, wir sind Meisterin vorzutäuschen, alles zu können. Ja, siehst du, das muss man ja auch erstmal können. Und dann gibt's ja jetzt gerade so sehr junge Let's Player und auch YouTuber, wo ich dann manchmal denke, Gott, Alter, die Fresse! Was ist mit dem Nachwuchs, der da so kommt? So denkt ihr euch da manchmal so, Alter, könnt ihr nicht alle mal weggehen? Oder findet ihr das alles geil? Ja, oder? Das denken sich viele von uns auch. Also ich glaube, so die eine oder andere, der bei uns zuguckt, denkt sich auch, was für Spacken. Also die sind, die sind irgendwie 30 Jahre alt und hören sich an wie 15 oder so. aber klar, kommt halt auf den Geschmack an. Also jeder hat halt so seine Zielgruppe. Unsere Zielgruppe ist dann schon etwas älter und die nur rumschreien, die haben dann wirklich auch die etwas jüngeren als Zielgruppe. Das ist schon so, ne? Ihr seid dann schon eher, da gucken auch mal Leute mit Mitte 30 noch sich was an, was ihr so macht. Ne? Ja, der eine oder andere tatsächlich. Der eine oder andere, ja. Ja, das glaubt man ja gar nicht, wie dann doch so viele Leute über 30 auch YouTube gucken. Ja. Verrückt. Ist immer mehr im Kommen. Warum spielt ihr so gerne, beziehungsweise was ist das Fesselnde am Game? Warum immer wieder Challenge und immer wieder sich herausfordern lassen? Keine Freunde, nichts Besseres zu tun. Angst vor Sonnenlicht, Angst vor Frauen, Angst vor sozialen Interaktionen, Angst vor der Schule. Und weil es Spaß macht. Ach ja, genau. Ach, manchmal schon. Aber es ist halt im Endeffekt, Spiele sind für mich so eine Sache wie ein Buch, wo man noch interagieren kann. Wo man das noch zusammen mit seinen Freunden machen kann. Ja, wir haben quasi unser Hobby zum Beruf gemacht und im Endeffekt eigentlich so mit den geilsten Job der Welt. Ja, das auf jeden Fall. Zumindest für uns. Aber die Klischees, die du gerade aufgezählt hast, ist das wirklich ein bisschen so, dass man eher dazu neigt zu gamen, wenn man keinen Bock hat auf draußen Wald und so? Oder? Nee. Wenn man da rein nach Zahlen geht, ist das mittlerweile so, du wirst sicher auch eine Mutter haben. Ja. Hat die schon ein Smartphone? Ja. Dann zählt die bestimmt, zumindest statistisch gesehen, zu den Gamern. Weil die bestimmt auf ihrem Handy Candy Crush oder irgendwas zu in dem Spiel. Und damit zählt die zumindest schon mal zu den Gamern. Und so beginnt es halt. Ich meine, man hat früher war das Ganze noch ein bisschen nerdiger, man brauchte viel mehr Technik, war super schwer. Ich erinnere mich noch damals 1995, also wenn du alle einen LAN einrichten wolltest, bestand eine halbe LAN-Party daraus, nur darum, ich sehe dich nicht, du siehst mich nicht, ich kann dich nicht finden und so weiter. In der Technik, wo das alles funktioniert, würde ich sagen, dass das auch kein Nerd-Thema mehr ist in dem Sinne. Jeder ist irgendwie, oder die meisten zocken halt irgendwie mal zwischendurch. Ja, das sehe ich genauso. Die Leute sind viel offener dafür geworden. Einfach. Ja, das gehört irgendwie einfach, es ist angekommen in der Gesellschaft so ein bisschen. Ne? Genau. Das ist so ein Ding. Genau. E-Sports insgesamt ist irgendwie groß, also kommt immer mehr auch nach Europa. In Asien ist das ja einfach schon ein Riesending. Wird das irgendwann so sein, dass es so eine Organisation wie den DFB gibt und sowas wie eine Bundesliga? Meint ihr, das wird so weit in die Öffentlichkeit drängen? Hoffen wir mal. Also im Endeffekt, erstmal muss es ja passieren, dass E-Sport tatsächlich so ein bisschen als Sport anerkannt wird, weil momentan ist es ja so, man kann ja keinen Verein gründen im E-Sport-Bereich, wie es jetzt zum Beispiel ein Fußballverein ist oder so. Ja. Das geht in Deutschland leider noch nicht. Da sind andere Länder mal wieder viel weiter. Auch aber keine Sportvisa. Genau. Auch so eine Sache. Und da hoffen wir mal, dass es dahin kommt. E-Sport war ja tatsächlich Ende der 90er, Anfang 2000 ist es ja schon mal aufgekommen, danach wieder komplett abgeflacht. Ja. Aber in Ländern wie Korea, Südkorea zumindest und USA und so weiter ist E-Sport ja riesengroß. Ja. So langsam schwappt das Ganze auch nach Deutschland wieder und Firmen erkennen einfach super Chancen, an die junge Generation zu kommen. Die junge Generation beschäftigt sich immer mehr mit Computerspielen und wäre eine geile Sache. Ja. Allein schon das Thema, dass halt, wenn man überlegt, als die Lanxess Arena war zur ESL One, wenn die dann irgendwie eine Stunde brauchen, um 15.000 Tickets zu verkaufen, als die Weltmeisterschaft von League of Legends war in der Mercedes-Benz Arena hier in Berlin, irgendwie 6 Minuten oder so hat es dann gedauert, bis die Halle ausverkauft war. Ja. Also das sind halt Zeiten, wo man sagen kann, ich glaube, das ist wohl schon ein teilweise Massenphänomen, wenn man in 6 Minuten 20.000 Plätze verkauft. Es ist ja auch ein geiles Event gewesen. Wir waren ja in der Lanxess Arena. Ich habe meine Freundin genommen, die hat von Spielen wie Counter-Strike keine Ahnung. Ja. Die hält das jetzt nicht für das Killerspiel, wovon die Medien ja so gerne reden. Aber die saß dann halt auch da und man lässt sich dann vom Event so ein bisschen mitnehmen, wie im Stadion. Ja. War ja auch im Endeffekt ein Stadion. Und die Regeln sind dann eigentlich relativ zügig erklärt, beziehungsweise klar. Und man lässt sich da so ein bisschen mittragen.
Und feiert es halt irgendwie, genau. Ja? Ja? Und dann war's auch, ist es auch immer super spannend und immer ja. auf höchstem Level und Niveau und das ist einfach, das ist eigentlich cool. Das ist halt auch so eine Sache, da habe ich jetzt auch, ich bin ein leidenschaftlicher Nicht-Fußball-Gucker und habe mir jetzt mal wieder ein Spiel angeguckt und dachte, boah, ist das langweilig die ganze Zeit eigentlich. Ah. Und dann irgendwann passiert mal, dann kommt mal einer ein bisschen näher ans Tor, dann denkt man, und dann, ja, dann doch nicht. Und das ist natürlich im E-Sport das schon teilweise anders. Ja. Es sei denn, man spielt jetzt E-Sport die Sims oder so, das wäre vielleicht nicht so angebracht. Ja, das stimmt. Das könnte auch ein bisschen langweilig werden. Das perfekte Spiel. Was ist für euch, wie sähe das perfekte Spiel aus? Für E-Sport? Nein. Oder generell? Für einen von euch, wahrscheinlich ist das dann nicht bei jedem, ist das nicht bei euch allen eine drei Mischung, gleich, aber. Eine Mischung aus Gothic 2, Die Nacht des Raben und Call of Duty Modern Warfare 2. Oh, da bin ich, oh, da bin ich sehr bei dir, muss ich sagen. Oh, ja. Das war krass. Ein erweitertes WoW. Also generell eigentlich ein Spiel, was mehrere Genres vereint, wo man sich quasi aussuchen kann, was man davon jetzt machen will und was im Endeffekt riesengroß ist. Ja. Also die volle Vielfalt. Im Endeffekt alles in einem Paket. Alles in einem Game. Alles, was es gibt in einem Game. Und entwickelt von der Pizmeet natürlich. Ah, das ist krass. Okay. Das ist krass. Das ist krass. Was wär's bei dir? Ich glaube, ich hätte gern was aus Command Conquer Generals und Modern Warfare 2. Mhm. Wie auch immer das aussehen würde. Command Conquer Renegade. Das war kacke. Aber das kann man noch besser machen. Ich glaube dran. Okay. Ich glaub dran. Dann ganz kurz Trials Evolution. Kennt ihr ja auch. Ne? Ja. Habe ich auch gesehen, dass ihr das manchmal. Ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Die Einfachheit des Spiels. Ist es manchmal auch so, dass ein Spiel gar nicht kompliziert sein muss, sondern dass es einfach. Also ich finde Trials gar nicht so unkompliziert, ehrlich gesagt. Das ist super schwer. Das ist super schwer. An manchen Stellen, wenn man sich da 200 Mal zurücksetzt, da kriegt man schon so eine Ader oben auf meiner Stirn. Es ist schwer, aber es ist ja, die Bedienung ist ja einfach. Du hast halt vier Knöpfe und das war's. Du kannst es ja theoretisch auch am Handy spielen. Davon gibt es ja auch sehr, sehr viele Handy-Games. Also viele Knöpfe hast du ja nicht. Aber dieses Prinzip der Einfachheit, das gilt ja auch für viele Spiele. Hearthstone zum Beispiel, super simpel. Meine Mutter könnte damit jetzt sofort anfangen. Die Frage ist halt, ob sie gewinnen würde in einem höheren Level. Dann Trials, wie gesagt, diese einfachen Level. Ja. Klar, da musst du nur Gas geben und dann wird es auch irgendwann durchkommen. Ja. Aber die harten Level sind ja auch genau das, was man halt irgendwann mal schaffen möchte. Na klar. Habt ihr alle geschafft, alle Level bei Trials? Nicht ansatzweise. Ja, wir sind immer schlecht. Also wir sind keine guten Spieler. Echt, ich habe fast alle geschafft irgendwann. Ach, krass. Ich habe mich, hab mich da wirklich wochenlang hingesetzt mit meinem besten Kumpel. Also, wann geht ihr mal so in die Natur? Macht ihr sowas? Ausflug in die Natur? Oder sitzt ihr dort dann doch tatsächlich eher immer vorm Rechner? Gestern noch draußen. Ich war gestern Bogenschießen. Ach, guck mal. Sowas Archaisches wird dann noch gemacht, ja? Grandios. Das finde ich, das Applaus. Danke, danke. Das reicht mir schon als Antwort. Die anderen können jetzt, können nach Hause gehen. Wir kommen da eh nicht mehr ran. Wie ist das mit Rheuma? Wenn jetzt später der Rheuma kommt und man ist alt und dann sitzt man da und kann den Controller nicht mehr halten. Das ist super simpel, weil wir sind genau in der perfekten Zeit geworden. Bis wir so alt werden, dass wir Rheuma haben, ist die Medizin so weit, dass ich meinen Arm abnehmen kann und schraube meinen neuen Arm. Ah, das stimmt. Ja, wobei, braucht man ja gar nicht. Es gibt ja auch schon technische Sachen. Beispielsweise gibt es ja so ein Ding, das haust du dir auf den Kopf. Und dann erkennt er nicht nur, wo du gerade hinguckst, sondern erkennt dann auch, wenn du klicken willst. Ah, das heißt, du brauchst ja immer Gedankenkontrolle, ne? Ja, genau, ja, stimmt. Okay. Also ich meine, ganz ehrlich, bewegen ist ja auch oldschool. Das stimmt auch. Wenn du uns anguckst, dann, Was? Es gibt ja diese typischen Gamer-Klischees. Also entweder, das habe ich auch nicht verstanden, entweder sind Gamer ja die super bleiche Haut haben und mega dürr sind, oder die halt fett sind. Komisch, ne? Auf jeden Fall extrem. Immer extrem. Auf jeden Fall sind Gamer immer extrem. Gamer sind immer extrem. Ihr seid extreme Jungs. Was kommt 2016? Kann man sich auf irgendwas Besonderes freuen? Heute Abend, das bringt gar nichts, wenn ich dazu nee. Wir haben dieses Jahr Game of Tour. Ja. Die total verzockt Tour. Wir haben uns da Sachen ausgedacht, die so noch keiner probiert hat. Also es ist für uns ein reines Prestigeprojekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da wird auch. Ja. Also da hauen wir voll rein und wir wollen da halt wirklich eine gute Show abliefern. Wir wollen, dass die Leute da rauskommen und sagen, uff. Was war das denn? Ja, wirklich. Und dann gehen die halt und halten uns trotzdem für bescheuert. Aber das ist okay. Wie heißt die Tour? Total verzockt. Total verzockt Tour. Da gehen wir alle hin, das gucken wir uns mal an, was die Jungs da abliefern. Sehr gut. Ich sag vielen, vielen Dank und auf Wiederschauen. Ciao. Und viel Erfolg. Wir freuen euch. Ja, danke. Ich klatsche für euch. Hit Music Only. Nächste Woche sind diese drei Jungs wieder im Bett und ich stehe hier mit jemand anderem. Ich weiß noch nicht, ich weiß nicht mit wem. Ist mir auch egal. Ich mach's mit jedem. Tschüss.